Hey, meine Rabauken, herzlich willkommen zu Part Nummer 2 unseres Computerladen Tycoons in Roblox. Wir haben 4 PCs, Killer Machine 1, 2, 3 und 4 und die vierte macht Gold. Ich kann euch die Werte dieser Computer auch mal zeigen. Maschine Nummer 1 mit, also ja, die Namen sind ein bisschen, die hauen nicht mehr so ganz hin, 6000 Ocken, 182.000 Ocken, 1 Million Ocken und ditte hier ist, das sind 100.000, also das sind 2,3 Millionen mit unserem wertvollsten, mit der Killer Machine 4 in Gold. Wir haben jetzt auch Goldbarren freigeschalten. Sieht man hier, das ist die neue Währung. Ich hoffe, dass wir heute die Diamanten freischalten. Das wäre sehr, sehr geil. Und dazu gehen wir in den Laden und müssen natürlich einen neuen Supercomputer herstellen. Wir beginnen bei... Oh, guck mal, das ist ein VIP-Ding. Das ist zwar nicht so teuer wie diese Dinger hier. Junge, hey, Luna, belüftetes Gehäuse. Ich weiß nicht mal, was Luna ist. Ist Luna nicht eine Kryptowährung oder so? Wir kaufen mal Ditte hier. Weil das ist ein VIP-Modell. Ich denke mal, das ist besonders wertvoll. Vielleicht, wir gucken. Mainboard. Ja, da können wir... 108, Junge, dieser Sprung. 3,6, 108. Ja, da kaufen wir Ditte für 3,6 natürlich. Mehr ist ja jetzt auch nicht drin im Budget. 2,4. Okay, das heißt, wir holen uns immer diese Reihe hier. 7,5. Oh, jetzt wird es... Die Grafikkarten waren so sehr teuer, ne? Okay, dann hier RAM. Da sollten wir 4 Bestandteile haben. Zack. Memory sollten wir ebenfalls 4 Bestandteile haben. Zack. Und Grafikkarte, da müssen wir den Kraken... Oh, fast 4 gekauft. USB nehmen so. Dann haben wir Lüfter. Lüfter nehmen wir auch mal 4. Gefolgt von einer Wasserkühlung. Kommt mal auch. Aber es geht weiter. Wir haben noch 19.000 übrig. Wir machen nämlich heute unser erstes Mal ein fulles Gaming-Setup. Mit einem RGB 300 Euro Mauspad, was wir oben drauf hauen. Einer Gaming-Maus für 3,8, oder? Die sieht doch gut aus. Ne? Mucki miaut auch draußen. Der hat gerade richtige Kicks. 4,5 für die... Oh, 4,5 Tastatur. Ist schon sehr teuer, weiß ich jetzt nicht. Da müssen wir erstmal... Ja, das können wir uns nämlich, glaube ich, gar nicht leisten. Wir müssen jetzt hier mit dem billigen Kram weitermachen, Leute. Ja, das können wir noch kaufen, teure Tastatur, okay. Aber jetzt hier Monitor. Wobei, so ein Double-Monitor, das wäre es ja schon, ne? Ja, die hinten können wir uns eh nicht leisten. Das sind die ultra wertvollen Atzen. Hier 200 Millionen, ja moin. Das heißt, wir können alles für den hier. Das wird jetzt ein sehr wertvolles Ding. Ich bin sehr gespannt, wie wertvoll das ist, Leute. Wenn wir damit 5 Millionen knacken, muss da aber anders der Like-Button von euch gedrückt werden. Damit wir uns da richtig verstehen, ne? So, wir legen los. Unser VIP. Wir müssen aber färben, leider. Welche Farbe nehmen wir für unser nächstes Modell? Wir nehmen mal grün für Elina. Giftgrün. Hatten wir grün schon? Ich denke nicht. So, bei Färben sieht zwar jetzt ein bisschen ugly aus, gibt aber tatsächlich, wir machen ganz viele verschiedene Grüntöne. Gibt mehr Geld, ne, deswegen wichtig. Netzteil machen wir schön dunkles Grün, gefolgt von unserer LTEC CPU. Ja, das Ding ist, es gibt nur 3 Grüntöne, also... Die Auswahl ist da jetzt natürlich auch beschränkt, ne? So, RAM, zack, zack. Guck mal, wie ein Profi ich bin, Alter. Wie schnell ich hier die Teile schon reinscheppere, Alter. So, jetzt nur mal gucken, wie viel Platz wir da haben. Ah, jetzt haben wir nur 2. Da haben wir ein bisschen 4 gekauft, aber ist nicht schlimm. So, Grafikkarte. Aha. Nehmen wir Ditte hier. Boah, das ist schon sehr giftig, grün, weiß ich nicht. Dann nehmen wir hier unsere Special-Lüftung, schön im Dunkelgrün. Dann nehmen wir hier unsere Gehäuselüfter. Die sind auch sehr, sehr wichtig, Leute, dass der PC da auf ordentlichem Speed laufen kann. So, jetzt sind wir ja fertig. Aber ich kann ja die anderen hier Sachen gar nicht auswählen. Wie macht man das? Dann. Okay. Killer Machine. Machine 5. Wir sind bei 5.0. Killer Machine 5.0. Safe. Hä? Es darf kein Punkt. Oh, dann nur Killer Machine 5. So, 5. Zack. Uff. Okay, aber wie können wir da jetzt zusätzlich... Ah, ich denke, ich kenne das Problem. Oh, was meint ihr, wie fies die wert? Okay, mal 100.000, nicht vergessen. Das heißt 2,3 Millionen und wir gehen auf... Was? Wie viel? Ach du heilige Scheiße, wie viel ist das? Ich verstehe gar nicht, wie viel das ist, Leute. Das ist 7 Milliarden in Cash, die das Ding wert ist. Ich habe einen 7 Milliarden Euro Computer gebaut, Alter, Leute. Ich verstehe es doch auch nicht. Es ist ja komplett krass. Aufs Podium mit dir, du Ehrenmann. Warte mal, müssen wir bei den anderen Spielern gucken hier. Uns ein paar Tipps einholen. Boah, der hat auch ein paar geile Butzen hier gemacht, ne?
Sehr, sehr schick hatte auch. Weil ich glaube, diese Setups kannst du erst in der zweiten Etage nämlich machen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mal die zweite Etage kaufen für 10.000 Gold. Sollten wir jetzt eigentlich relativ easy kriegen. Wir können hier auch nochmal ein bisschen konvertieren. Hier das ganze Geld. Zack. So, da kaufen wir uns mal den zweiten Stock. Weil da bin ich so schon sehr scharf drauf. Storage brauchen wir eigentlich nicht. Wir kaufen eh kaum Teile. Für dieses Setup hier so. Schreibtischgeld. Bumm. Aha. Schreibtisch bearbeiten. Add Item. Schreibtisch in... Ja, graus ja. Oh, das sieht fancy aus. Das soll ja jetzt hier nicht wie Kindergarten aussehen, Leute. Wir sind ja hier dick am Business machen. Das gibt mir so Gold-Vibes. Das sieht ganz geil aus, oder? Oder wir nehmen einfach wirklich so braun, so clean einfach. Das sieht aber irgendwie auch ugly aus, ne? Ich glaube, ich nehme einfach wirklich... Na, weiß aber so langweilig. Ich nehme hier so ein bisschen golden. Dann... Warte mal, da war aber noch Secondary. Das ist wahrscheinlich die zweite Farbe dann, ne? Hat es das dann hier? Boah, das sieht edel aus, Alter, oder? Wir verdienen zwar jetzt schon wirklich den Arsch voll Geld, aber wir können das weiter optimieren. Mit unserem goldenen Schreibtisch, wir gehen auf Add Item, machen die Killermaschine 5 da drauf. Können zwei Positionen... Nee, das ist hässlich, dann nehmen wir auf jeden Fall die. Zack, und können auch weitere Sachen jetzt hinzufügen. Beispielsweise einen Monitor. Den machen wir da, das sieht gut aus. Ups, war ja gar nicht fertig, Leute. Entspannt euch. Wir haben mal weitere Items dazu. Ein Mauspad. Das machen wir in grün. Das soll ja farblich auch passen. Dann, Mann, ich habe wieder den gleichen Fehler gemacht. Ich habe so drüber nachgedacht, was ich jetzt drücke. Dann eine Maus da drauf natürlich. Boah, nee, das ist eklig, Alter. Die machen wir lieber in schwarz. Boah, schwarz aber auch eklig. Ist irgendwie alles, sieht alles eklig aus. Immer grau, passend zum Monitor. Dann machen wir natürlich die Tastatur und noch die Kopfhörer, die wir auch in grau machen, damit das alles auch ein bisschen passt. So, jetzt haben wir alles. Zack. Ach, warte mal, da stand der Wert oben, ne? 79.000 ist das aber nicht viel angestiegen, ne? Muss ich ja mal ehrlich sagen. Sieht aber schon ein bisschen fancy jetzt aus. Sieht schon geil aus. Okay, wir brauchen einen zweiten Schreibtisch, wo wir unseren nächsten aufstellen. Den machen wir natürlich nicht golden, den machen wir Diamanten. So ein Ding nämlich. Bam, Alter. Wir haben zwar noch keine Diamanten, aber sieht schon ganz geil aus. Ab in den Shop, Leute. Wir brauchen jetzt die richtig teuren Okros hier. So, können wir hier schon? Nee, das ist noch sehr teuer mit 16 Millionen. Hi. Okay. Es reicht jetzt aber für die zweiteuersten tatsächlich. Mit 270.000. Das kannst du haben, ey. Na, wobei, das wird schon sehr teuer. Wie viel kostet denn das zweiteuerste Gehäuse, sag mal? Das kostet 90.000, nur das. Da müssen wir jetzt durch, Leute. Zweiteuerstes Mainboard und wir sind gefühlt pleite, Alter. Zweiteuerstes Netzteil, okay, ist auch noch drin. Aber hier haben wir jetzt aber ganz großes Problem. Roblox Lake Core Inch 9 CPU Gold, ey. Boah, das passt sogar. Das passt ja alles farblich sogar saugeil. Guckt euch das mal an, Alter. Das wird der schönste PC aller Zeiten. So ein Heft. Oh, sehr geil, wenn man die alle vier auf einmal reinsetzen könnte, ne? So ist das immer ein bisschen mühselig mit den Färben. Aber guckt mal, wie ich hier anders durchspeedrunne. So. Speicherplatz. 18 Terabyte zum Vergleich. Ich habe einen. Nicht mal, glaube ich. Ich glaube, ich habe sogar nur einen halben. Verdammt nochmal, Leute. Da habe ich wieder rumgeknausert, ey, beim PC. Ich sage es euch doch, wie es ist. Und der hier, mein Kunde hier, kriegt hier einfach 16. Kurz Mathe-Liebung gehabt. So. Okay. Hammer. Dann. Killer Machine. Wir sind bei der 6, denke ich. Aber es kann doch sein, dass ich jetzt ein bisschen durcheinander komme. Aber ist ja nicht schlimm. Die 6 müsste eigentlich hier noch, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Und der eine steht drum auf dem Desk. Ja, doch. Puh, was für einen Wert haben wir jetzt? Ja, das Problem ist, dass ich dadurch, dass der jetzt da oben steht, weiß ich nicht, wie viel der Wert ist. Wartet mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Also, mit der ganze Schreibtisch. Aber ich kann ja einfach den hier platzieren, da kann ich es ja viel einfacher vergleichen. PC machen wir drauf hier, ne? Aber reicht dann auch. Mehr braucht man nicht, nur PC. Der ist schon teuer genug gewesen. Junge, sieht ja geil aus, hey, Hilfe. So. Also, wir haben 2 Millionen Gold. Und hier haben wir 79.000 Gold. Was? Das heißt, der ist 25 mal so viel wert ungefähr. Alter, ich habe fast schon eine Million jetzt fast schon. So viel Gold hatte ich noch nie. Geil, ey. So, wir müssen jetzt auch noch ein bisschen Schreibtisch-Stuff hier kaufen für den Super-PC, ne? Das kriegen wir natürlich hin. Dann gehen wir mal in den Laden rein. Gehen wir mal hier oben zu den Special-Sachen.
Und da können wir tatsächlich, na die ganz teure nicht, aber wir können eine Sache teurer können wir kaufen. Ne? Das geht. Bei 1,2 Millionen ist ja ein bisschen heftig. So, dann haben wir hier für 76.000 die Maus, für 90.000 die Tastatur, dann für 100.000 die Kopfhörer, für 120.000, ey, da kann ich eigentlich nochmal was richtig Dickes kaufen, ne? Hier irgendwie sowas. Kann ich mir was leisten? Als ob ich mir nichts leisten kann. Das günstigste ist 12 Millionen. So viel Geld haben wir dann doch auch nicht, Leute. So, jetzt platzieren wir das Ganze hier noch auf diesen Schreibtisch zusätzlich, um den Wert nochmal nach oben zu treiben. Und dann haben wir hier auf jeden Fall was sehr Gutes geschafft. Den kann ich gar nicht färben, ne? Ja, hier so schön zentral, oder? Passt doch. So, dann haben wir das Mauspad. Das können wir aber färben. Das sieht man einfach gar nicht. Ja, dann machen wir auch grau, so wie der Monitor ist. War arschhässlich, Leute, aber hilft ja nichts. Maus, aber die machen wir auf jeden Fall türkis, ganz klare Nummer. Sekundärfarbe machen wir so dunkel. Bruder, ich sehe die Maus nicht. So, ja, sieht schick aus. Add, dann haben wir die Tastatur. Machen wir natürlich auch, sehr schön. Sekundär machen wir dann auch dunkelblau. Dann Kopfhörer, ganz klare Nummer. Ey, die sind sogar schon, die haben schon die richtige Farbe. Dann machen wir sekundär nur noch das hier. Ah, warte mal. Die lassen mal das hier so schön dunkelblau. Und das machen wir so. Ja, sehr schön. Haben wir noch ein Item oder haben wir alles? Nö, haben wir alles. Wert ist jetzt 2,2 Millionen. Naja, hat ein bisschen was gebracht. Ne? Aber tatsächlich gar nicht so viel. Also der PC ist schon mit Abstand das Wichtigste. Ich verdiene jetzt schon sehr, sehr viel Geld. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall hier ein paar Schreibtische kaufen. Was aber gerade irgendwie... Hä? Ach, das ist gar nicht mein Haus, Alter. Hä, warum stehe ich plötzlich in dem falschen Haus? Wo ist mein Haus, verdammt? TP. Zu Hause, ja hier, das ist doch meine Butze, Alter, meine Güte, aber der war, ist da voll ähnlich aus. Ich habe mich schon gewundert, ob es so günstig war. So, jetzt haben wir einen dritten Schreibtisch, jetzt haben wir einen vierten Schreibtisch. Für eine Mio haben wir noch einen. Basement für 5B! Das ist aber interessant, weil das ist, ab da haben wir dann die Diamanten, Leute, ab da haben wir die Diamantenklunker, okay. Aber 5B ist schon natürlich, Junge, hä, was ist das für eine Stalker-Sache hier? Guckt euch das mal an. So, aber 5B kriegt man natürlich ohne Probleme hin. Für wie viel kann ich das Teil hier nochmal verkaufen? 2 Mio, boah, das ist schon, aber das ist eigentlich gar nicht viel. Ne? Wir haben 11 Mio auf dem Tacho. Wir können das Geld nochmal umwandeln. Und dann machen wir hier, zack, 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 zack. So, und jetzt kaufen wir mal einen richtigen, jetzt kaufen wir mal den teuersten Gold-PC, Leute. Das ist an der Zeit. 2 Millionen, Alter, nur für die Inferno-Case. Warte mal, wie teuer ist denn das hier? Nee, das ist zu teuer, ne? 60, boah, das müssen wir danach machen. So, Inferno Case rein in Tacho. 3,2 Millionen, das B21RN Legendary Motherboard rein. 2 Millionen, Netzteil rein. CPU, das gibt man erstmal ein bisschen teuer. RAM brauchen wir 4 rein und wir sind pleite. Scheiße, wie braucht man jetzt noch? Wir brauchen noch 6 Millionen dafür, 4 Millionen dafür, sind wir bei 10. Dann sind wir bei 18. Boah, was? Da sind wir bei 25, 29 Millionen. Und da ist die Kamera ausgegangen, Leute. Ha, jetzt seht ihr mich nicht mehr. Ha, was macht er jetzt? Was wollt ihr machen, ne? Was wollt ihr machen, Leute? Hm? Oh, das teuerste Zusatzequipment, ne? Das ist schon sehr teuer jetzt hier, sage ich euch, wie es ist. Eine Maus für 30 Millionen, Tastatur für 36 Millionen, Monitor für 48. Kann ich mir nicht leisten, wir müssen eins runtergehen. Verdammt. Ach, das sind diese Pro-Sachen, ne? Ey, da hätten wir uns die aber auch holen können. Premium-Items. Die habe ich doch. Wartet mal. Da geben wir jetzt aber ein paar Sachen zurück. Das kommt alles wieder dahin, wo es war. Verkaufen. Hier, ich hab doch sau viel. Da kann ich mir doch hier locker alles leisten. Ist doch viel klüger. Wir kaufen Datte, 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 Datte. Perfekt. Ich hätte mir sogar die leisten können. So ein Ding. Ja, okay, nicht ganz. Zu teuer. Ey, ich bin jetzt sehr gespannt. Mein PC muss so... Oh, alter Mucki. Hör auf, das immer zu machen, ohne Witz. Boah, die haben Herzer gekriegt. Zuerst müssen wir aber natürlich entscheiden, welche Farbe wir unserem Schreibtisch geben. Hä? Wieso kann ich den nicht bearbeiten? Warte mal, den hier? Okay, irgendwie ist es buggy. Ich kann denen keine Farben mehr geben. Egal. Dann ist es so. Wir bauen unseren PC. Wir nehmen die Inferno Case, natürlich. Und da machen wir... Boah, so ein Full Black. Was haltet ihr davon? Auf stylisch, sag ich mal. Zack. Full, alles Full Black. Oh, der wird wild aussehen, CPU. Uff, der wird anders wild, Leute. Speicherplatz haben wir jetzt 32 Terabyte tatsächlich. Ich weiß nicht, ob irgendein Mensch wirklich 32 Terabyte Speicherplatz braucht. Aber da kann ja gefühlt ganz YouTube drauf speichern. Okay, kann er nicht. Aber 32 Terabyte ist schon sehr, sehr heftig. 4 absolute Premium
vergoldete, mit Schwarzgold ummantelte Lüfter. Dann hier haben wir den Atzen noch. Das war es tatsächlich schon. Netzer vergessen. Boah, sieht der gefährlich aus, Leute, seid ehrlich. Der wird auf jeden Fall der Killer Machine. Killer Machine 7. Ne, wir überspringen ein paar. Wir machen diesen iPhone-Style. Das ist einfach die Killer Machine 9, weil sie einfach so heftig ist. Und jetzt gehen wir nach oben und platzieren den guten Kollegen. Nicht vergessen, unser Rekord ist bei 2,2 Millionen Gold. Wir gehen hier hin. Wir fügen hinzu. Was, wie viel? 60 Millionen? Ah ja, da bin ich ja nicht mal fertig. Warte mal, das muss hier auch so... Ich finde es doof, dass ich die nicht färben kann, Alter. Das ist wirklich... Das sieht doch jetzt richtig kacke aus da. Primary, Premium. Das Grün kann ich auch nicht. Das ist halt RGB. Okay, verstehe ich. Maus. Zack. Ja, okay, die sieht man halt jetzt nicht, ne? Warte, dann machen wir Orange. So wie die anderen Farben. Nee, Machen doch schwarz. Dann sieht man es halt nicht. Man muss ja auch nicht alles sehen. So. Sekundär, weiß. Ja, das ist ja alles ein bisschen Not, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Oh ja, sieht wild aus. Ja, das so gefällt mir. Haben wir noch ein Item oder war's das? Nee, das war's. Und wir sind gelandet. Ja, das ist doch doof, dass ich diesen Schreibtisch aber auch nicht färben kann. Ne? Was? Ah, doch, hier. Ja, Mann, so, Alter. So ein gefährliches Ding, ey. Für... Boah, der ist ja übel im Wert nochmal geboostet, ne? 149 Millionen? Ah ja. Bitte? Der ist ver-70-facht? Ja, sieht aber auch 70 mal so geil aus, ne? Dass ich das nicht färben kann, das würde ich auch ganz mau, ne? Aber gut. Geil. Da haben wir die Grundsteine gelegt, um in die Diamanten, das Diamantenzeitalter tatsächlich zu gehen. Ey, das ist ja wirklich, ne, wir progressen geil, aber es dauert ein bisschen. Wenn ihr noch eine Diamant-Episode haben wollt mit den heftigsten PCs, flankt auf jeden Fall den Like-Button, würde ich mich sehr, sehr freuen. Abonniert den Kanal, wichtig, um nicht zu verpassen. Und dann sehen wir uns morgen, haut rein, euer Benson. Ciao.